Warum sind Ruhe, Entspannung und Stille nicht für jeden von uns mit traumatischen Erfahrungen, naja, ein Freund? In diesem Video erfährst du 7 Ursachen dafür und welche schwerwiegenden Folgen das hat, wenn wir Entspannung nicht lieben lernen. Ich bin Gabriela, selbst betroffen, und veröffentliche hier 3 Videos in der Woche über Kindheitstrauma und komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und die ist ja vielleicht aufgefallen, dass wir in diesem Video oder ab heute eigentlich hier 2 Besucher haben. Und zwar das Äffchen und dazu noch auch eine Kleine. Und am Ende des Videos werde ich dazu eine Aufklärung schaffen. Wenn du mit lebensbedrohlichen Situationen zu tun hattest, mit extremem Stress und oder psychischen und physischen Trauma, dann hast du wahrscheinlich Schwierigkeiten oder sogar Angst, die Stille auszuhalten. Viele Menschen scheinen auch das Wort Stille sogar nicht besonders zu mögen. Gehörst du vielleicht auch zu denen? Das ist vollkommen normal. Und das ist aber leider echt ein Problem, womit wir zusätzlich zu unseren Symptomen der Krankheit noch eben kämpfen müssen. Und an sich Stille gehört zu dem Aspekt, was uns fast am schwierigsten zusätzlich zu dem Aushalten, diesen enormen Stress und diesen unerträglichen Zustände gehört und leiden müssen. Was ist eigentlich Stille und was passiert dabei? Und welche Begriffe fallen dir jetzt so spontan zu Stille und Ruhe ein? Wir unterscheiden meistens zwischen Stille in der Stadt und es gibt auch eine Stille in der Landschaft und es gibt eine stille Nacht, heilige Nacht und es gibt die richtige Stille. Und es gibt eine kritische Stille und wir kennen auch die innere Stille. Oder wir kennen die Stille in Kirchen und in Klöster. Und vielleicht beim Lesen oder beim Schreiben, beim Spaziergang. Warum ist Stille nicht für jeden ein Freund oder vielleicht doch? Wie jedes Trauma, so auch jede von uns mit komplexer Traumaerfahrung, ist individuell und hat ganz individuelle Bedürfnisse. Dies hängt mit unserer ganz unterschiedlich geprägten und sich entwickelten bzw. angepassten Persönlichkeit zusammen, aber vor allem mit der Art der Trauma, was wir eben erfahren haben. Grundsätzlich lassen sich 2 Gruppen unter Traumatisierten erkennen. Und zwar, die einen mögen Stille und suchen sogar danach und die anderen vermeiden es. Und vielleicht erkennst du, zu welcher Gruppe denn du gehörst. Die erste Gruppe von uns mit komplexer Gewalterfahrung sucht regelmäßig, eigentlich täglich und manchmal sogar öfters täglich, die Ruhe und die Stille. Für sie ist es ganz, ganz wichtig, dass sie regelmäßig an diese Orte kommen und sich entspannen können. Und dafür haben wir 3 typische Ursachen. Die erste Ursache, dass, sie meiden oft Orte, an denen es wirklich turbulent zugeht. Also sie meiden alles, was laut ist oder hektisch ist. Und dort sind sie sehr schnell overloaded sozusagen und mit allem überfordert. Und sie fühlen sich dann auch ausgelaugt und absolut überlastet. Und für sie ist es unheimlich wichtig, dass sie
sich immer wieder sammeln können, dass sie eben die zur Entspannung kommen. Eine weitere Ursache kann sein, dass Trauma oder Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit, uns Traumatisierte auch dazu bringen kann, dass wir auf die Umgebung sehr stark reagieren und uns in eine Art und Weise dann verhalten, die nicht dem entspricht, wie wir eigentlich sind und wie wir uns auch gerne zeigen. Und ja, Stichwort dazu ist natürlich Selbstregulation und Emotionsregulation, womit wir häufig Schwierigkeiten haben. Und diese Angst und Hemmung kennst du höchstwahrscheinlich selbst. Da sucht man natürlich viel lieber die Stille und nimmt man sogar die Einsamkeit oder Isolation in Kauf, wobei es natürlich nach hinten losgehen kann. Erst vor kurzem habe ich eben über die dreifache Angst von uns betroffen, gerade in einem Video, den Link findest du hier oben. Ja, eine zweite Ursache ist es, dass einige von uns Angst vor der Abwesenheit unter Menschen, die während zum Beispiel einer Dissoziation oder weg uns überrollt, Angst haben. Und der Treiber auch hier ist letzten Endes die Angst davor, dass wir einen möglichen Verlust von Kontrolle und Selbstwirksamkeit dann erleben. Manchmal kippt diese Angst so sehr in diesen Rückzug, dass wir wirklich in Einsamkeit uns abschotten und deshalb sollen wir ganz, ganz achtsam dabei oder damit umgehen. Ja, nun die zweite Gruppe, die andere Gruppe von uns Traumatisierten, die vermeiden natürlich Ruhe und Stille oder Entspannung. Die Ursachen können auch hier vielerlei sein. Ich nenne jetzt die typischen Ursachen. Und zwar kann sein, dass, weil ihr Stresslevel so hoch ist, dass es für sie praktisch unmöglich scheint, sich auf Entspannung einzulassen. Und sie benötigen vorerst ein Zwischenschritt sozusagen, bis sie, naja, auf diesen Einstiegslevel kommen und sich nach unten reguliert haben. Und sich mit der Ruhe anfreunden können, ist für sie nicht so einfach. Jetzt stell dir vor dazu einen Vergleich, dass du zum Beispiel Kirschen vom Baum pflücken möchtest und die hängen aber in 3 Meter Höhe. Du kletterst da hoch und möchtest du dann, wo dein Korb fertig ist, wieder nach unten. Naja, vernünftige Menschen werden natürlich nicht runterspringen, weil das ganz viel Risiko bereitet. Und normalerweise nimmst du halt einen Leiter und eben Stufe zu Stufe, dass du auf diesen Leiter nach unten kletterst und dort anlangst. Und genauso verhält sich auch damit, wenn man 150% sozusagen überreguliert ist, dann ein sich hinsetzen und irgendwie in Entspannung abzutauchen wirklich nicht möglich ist. Eine zweite Ursache kann sein, und leider passiert das auch öfters, ich kenne Erfahrungsberichte, dass Therapeuten die Entspannung oder das Stillhalten irgendwie erwarten, entweder in der Therapiestunde oder egal in was für eine Gruppensitzung. Und wenn sie zum Beispiel eine Anleitung sozusagen oder ein Hypnose-Coaching passiert auch oder eine Art Meditation anwenden möchten. Und dies kann passieren, weil diese Behandlung, Meditation oder auch Hypnose-Coaching kann auch passieren, wenn der Coach nicht entsprechend ausgebildet ist, dass die Therapeuten eben nicht traumasensitiv arbeiten. Und traumasensitiv ist zum Beispiel oder sind traumasensitive Meditationen, die sogenannte Imaginationen. Da ist ja Luisa Rettemann auf jeden Fall ein Begriff für dich. Und diese Art von Sitzungen und Behandlungen erfüllen natürlich gewisse Kriterien, die den Betroffenen, die
eigene Selbstwirksamkeit wieder spüren lassen. Die nächste typische Ursache ist, dass die Betroffenen in diesen stillen Momenten noch sensibler eben in der Wahrnehmung auf die Umgebung werden, und die Stille kann dann sie sozusagen zum Weinen bringen oder ja, sie noch mehr verunsichern und sogar verschwinden lassen, ist so ein Begriff. Und sie suchen deshalb häufig eher Lärm. Ja, sie suchen danach, dass es hektisch zugeht, und die bekommen dann das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Es gibt nochmal eine Ursache, und es ist so, dass manchmal diese betroffenen Personen sogar das Gefühl, dass ihnen Gefahr droht, dann verspüren. Und wenn es ja sehr ruhig ist, zum Beispiel vorm Einschlafen, schon im Schlafzimmer, dass diese Stille sehr drückt, und diese Stille ja, strahlt sozusagen Gefahr aus. Nicht nur, weil Erinnerungen hochkommen können, aber sie haben auch Angst davor, dass sie vielleicht wieder Albträume haben und fürchten. Ja, was passiert, wenn man Ruhe und Entspannung vermeidet? Das ist natürlich für uns eine ganz große und essentielle Frage. Und warum ist Ruhe vielleicht trotzdem gut für dich? Menschen, die keine Stille ertragen und keine Ruhe finden können, manche mögen sogar das Wort Ruhe nicht. Ja, sie sammeln sich in erster Linie weitere Anspannung und Aggression an. Und die werden diese Aggression und diese Anspannung meist dann eben ja, sich selbst gegenüber ausgelebt nach innen. Und das wiederum erzeugt noch, also wirklich Dauerstress haben wir ja schon, aber natürlich noch mehr Anspannung. Und unser Gehirn und Nervensystem, wo ja eh schon leidet, für unsere Sinneswahrnehmung und für seinen gesamten Körper ist das schädlich. Die Folgen von Dauerstress habe ich bereits öfters auch eben Die Folgen von Dauerstress haben wir uns bereits öfters schon angesehen, auch in Podcasts oder auch in verschiedenen Videos hier. Und am Beispiel von Angst, den Link findest du hier, und im Podcast an unserem Extrembeispiel, an der Misshandlung, also Kindermisshandlung selbst. Und schädlicher Stress und insbesondere Dauerstress ist für uns toxisch und schädigt zum Teil dauerhaft. Das heißt, nicht nur unser Nervensystem, sondern verändert sogar unsere Persönlichkeit. Ja, wenn wir nicht regelmäßig zur Ruhe kommen, setzen wir uns selbst zusätzlichen Gefahren aus und wir gehen das Risiko, das erhöhte Risiko ein, dass wir Selbstmedikation oder Suchtverhalten oder Depression, Angstzustände bis zur Psychose letztes Endes enden. Und die Selbstverletzungen gehören auch dazu, als selbstschädigendes Verhalten oder ja, die ganze Erstörungen. Was einem aber eine bewusste Stille bietet, das ist für uns Personen mit Kindheitstrauma oder mit Komplextrauma und Vulnerabilität essentiell. Und dafür gibt es drei Gründe. Die neuesten psychologischen Studien zeigen, dass sich das Gehirn nach maximal 9 Minuten schon mit einer stillen Meditation etwas entspannt. Nach weiteren 20 Minuten reduziert sich die ganze Aktivität im Gehirn, und weitere 20 Minuten helfen uns sogar, das Gehirn in einen ganz regulären Zustand zurückzuführen. Das bedeutet, dass wir mit knappen 45 Minuten, also dreiviertel Stunde Stille am Tag,
wir uns wirklich was gut tun, wenn wir einfach mal stehen bleiben, Stress abbauen, unser Gehirn dazu verhelfen, dass sich etwas reguliert und dass sich auch etwas regeneriert. Und die Stille hat man auch nachweisen können, dass wohl eine Komponente dabei sei, unsere Selbstregulation bzw. Wiederherstellung der Selbstregulation und auch bei der Verarbeitung von unseren Traumata eine ganz große Rolle und fördernde Rolle spielt. Also das heißt, dass die Stille uns ein Stück Heilung bringt und Regenerierung von der Traumata. Ja, welche Lösungswege gibt es jetzt hier wieder? Und wie geht es, sich dann die Stille doch irgendwie lieben lernen? Und wie kannst du dann diese Ruhe auch in dein Leben integrieren? Viele von euch werden sich jetzt eben mit etwas Abwehr oder mit Angst und mit Bedenken sich annähern, was ja sehr gut nachvollziehbar ist. Und ich habe für dich aber drei Strategien da, welche du am Beispiel mal das ausprobieren kannst. Ganz langsam Schritt für Schritt an die Ruhe und Entspannung heranzutasten. Und jetzt kommen wir noch zu unserem kleinen Äffchen. Und zwar diese zwei Äffchen werden ab jetzt regelmäßig unsere Besucher sein oder Gäste sein, hier in den Videos, weil diese Äffchen, du erinnerst dich sicherlich noch an den Filmen von Tarzan. Tarzan und Jane. Und da gab es nämlich eine Affe. Und das Äffchen hieß ja damals Cheetah. Es gibt ja in yogischer Philosophie nämlich ein Sanskrit-Wort und das heißt Cheetah, was nichts anderes bedeutet als unser Monkey Mind, das heißt unser Ich sozusagen, wo unsere Gedanken herumspringt. Es gibt tatsächlich auch so ein Äffchen, ne? Man stellt so einen Vergleich her, dass diese Gedanken natürlich springen hin und her. Jetzt wirst du ja gleich auch schon bei den Übungen natürlich erfahren, wie das ist, dass du in Stille sitzen möchtest und in dieser Stille kommen dir Gedanken. Und das ist eben diese Cheetah, also diese Affe. Und es gibt aber auch noch einen kleinen Affe. Und dieser kleine Affe hängt hier hinten dran. Ja? Und das Äffchen ist sozusagen unser kleiner traumatisiertes Kind hier drin, in uns drin. Das heißt, unter dieser Oberfläche, wo unsere Gedanken und Erinnerungen und Flashbacks und Trigger eben herumschwirren. Und diese kleinen Äffchen, darum hängt es auch hier an der Mutter so dran, möchte natürlich wieder Lebendigkeit, Leichtigkeit. Immer mit unseren zwei Besuchern werden wir diese Lebendigkeit und Leichtigkeit langsam mit Übungen und mit Verständnis und mit Wissen und Erklärungen erreichen. Also, ich wünsche dir nochmal ganz, ganz viel Erfolg und Spaß bei der Übung. Wenn dir meine Videos und der Kanal gefällt, dann abonniere mich und bin auch ganz gespannt auf deine Kommentare. Bis nächsten Mal, Gabriela.